Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Vlog. Ich bin mal wieder im Auto und ich möchte die letzten drei Wanderstrecken heute hier von gehen, weil ich wollte den Kalender fertig machen, bevor meine Frau wiederkommt. Und nächste Woche hätte ich auch noch Zeit, aber ich weiß nicht, wie das Wetter nächste Woche ist. Es ist ja die Woche schon sehr bescheiden. Also keine Sonne, bisschen frisch draußen. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall, ich werde hier die letzten drei Wanderstrecken gehen. Die Radstrecken werde ich doch nicht machen. Ich habe mir einen angeschaut und die geht teilweise über Landstraßen. Und dann, ja, nee, auf Landstraßen zu fahren, habe ich keinen Bock. Ist vielleicht doch besser, die Radwege mit dem Fahrrad zu fahren. Deswegen ist ja auch wahrscheinlich eine Radwanderstrecke und keine Wanderstrecke. Auf jeden Fall werde ich jetzt die nächsten drei Strecken gehen. Viel Spaß! Okay, ich bin hier angekommen, wo ich hin wollte. Ich bin bei der Dächerhöhle in Lettmatte, oder Lettmatte Dächenhöhle. Die Wanderstrecke, die ich gehen möchte, ist 13,7 Kilometer lang, dauert 4,5 Stunden. Aufstieg 437, Abstieg 437. Ja. Und genau hier am Bahnhof ist auch die Dächerhöhle. Hier stehen überall Schilder von wegen Parken nur für Besucher der Dächerhöhle. Die möchte ich ja gar nicht besuchen. Ich hoffe, ich stehe hier richtig. Ich schaue mal, vielleicht finde ich die Karte hier irgendwo und das Zeichen. Bislang sehe ich es noch nicht. Bis gleich. Okay, da ist das Bahnhof. Da ist der Bahnhof. Vielleicht schon ein bisschen regnen, tröpfeln. Ich parke ja hier vorne und da ist das Zeichen. Ich habe mir die Karte gerade runtergeladen und habe gesehen, man parkt nur hier oben, dann geht man runter in der Stadt und dann geht eigentlich der erste Rundweg los. Also ich hätte auch in der Stadt unten parken können. Frisch. Dann schauen wir mal. Dann gehen wir mal auf den Weg. Da ist das Zeichen, der Kreis. So, das Zeichen hier ist sehr gut versteckt. Aber ich weiß ja, dass es sowieso hier rechts hoch ging. Stand zumindest auf der Karte, die ich mir runtergeladen habe. Deswegen. Go, go, go. Da müssen wir ja gleich an der Stelle sein, wo es sich aufteilt. Oder ist das hier schon die Stelle? Ich glaube noch nicht. Aber ich schaue mal auf der Karte. Also da unten die Kreuzung da, wo ich hier gerade ausgegangen bin, kann ich auch nach rechts lang gehen. Das war die Stelle, wo es sich aufteilt. Aber empfohlen wird, laut der Karte auch geradeaus zu gehen. Also, so wie wir jetzt gehen, ist es richtig. Rundweg nach rechts. Sieht aus wie ein Privatgelände hier. Garten. So, ich bin jetzt hier aus den Gärten raus.
sehr schöne Gärten dabei. Ich denke mal, es geht hier geradeaus. Ich kann gleich nochmal auf der Karte schauen. Gerade noch was Witziges gewesen. Ich gehe da lang. Kommt so ein, ich denke mal, russischer Mann zu mir und sagte, Erik, nicht da. Ich so, Erik? Was ist denn Erik? Er so, ja, Erik, nicht da. Ich so, nee, den kenne ich nicht, da will ich nicht hin. Witzig, witzig. Ist das denn der richtige Weg? Ah, da. Jo. Also, Erik, nicht da. Ich hoffe, ihr erkennt das nicht so gut. Das ist ein gerissenes Reh. Dieses Jahr war das gewesen am 28.04. Noch nicht mal ganz so lange her. Über 2 Monate. Werde ich vielleicht auch Wölfe sehen? Oder Hunde? Oder wilde Tiere? Wer auch immer das war. Da ist eine Katze in der Wiese. Und guck. Jetzt guckst du zur anderen Seite. Jetzt wieder hier rüber. Weiter geht's. Vorhin war ich da hinten. Bin dann da so runtergegangen und da unten bin ich dann so lang gegangen. Bis einmal hier rum und jetzt wieder hier hoch. Ah, schön. Endlich aus der Stadt wieder raus. Aber überall Mücken hier. Okay, das ist das Zeichen. Der Kreis. Nee, da drunter. Der Kreis. Folgen hier lang. Und ich habe mir gedacht, ich brauche mir bestimmt keine Wanderschuhe anzuziehen. Ich habe jetzt stinknormale Schuhe an, noch nicht mal Sportschuhe. Eieiei. Und es sieht schon wieder ein bisschen nach Regen aus hier. Sieht. Auf jeden Fall gibt es hier auch Wildschweine. Ja, okay. Wo eigentlich nicht? Wildschweine gibt es, glaube ich, überall. Und wieder die Schuhe komplett nass. Ah, bis auf die Socken. Ich komme gerade von daher und gehe hier lang und schaue hier schön runter. Auf das Dorf, wie ist das? Lösel, glaube ich, müsste das sein. Der Wanderweg heißt ja auch rund um Lösel. Also wir gehen einmal hier oben lang, da hinten rüber, dann gehen wir da drüben wahrscheinlich wieder zurück. Irgendwo da. Und von da hinten kommen wir irgendwo. Guten Morgen, ihr Pferde. Ich wollte nur Hallo sagen, aber ich muss weiter. Auf Wiedersehen. Viel Spaß euch noch. Ach ja. Weiter geht's. Den Berg hoch.
glaube, da hinten war ein Lost Place. Aber da kommt man nicht lang. Weil der elektrische Zaun voll ist. Aber vielleicht kommt man von hier nochmal hin. Mal schauen. Und da hinten ist das Lost Place. Aber wenn ich mir das so anschaue, keine Ahnung, ob das wirklich ein Lost Place ist. Sieht ein bisschen kaputt aus. Sah es von vorne auch aus. Das Dach ist auch kaputt. Ich weiß es nicht. Mein Weg geht da weiter lang. Soll ich mal gucken? Ich glaube, ich gucke mal. Okay. Ich bin wieder auf dem Wanderweg. Meine Sachen komplett nass, weil ich da über die Weide gelaufen bin. In den Lost Place bin ich da nicht reingekommen. Nicht nur ein bisschen, in einen Raum. In einen Raum bin ich reingekommen. In einen anderen Raum konnte ich reingucken. Also nichts Besonderes. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr es ja nächste Woche sehen. Und ich werde jetzt hier in Ruhe meinen Wanderweg weitergehen. Oh, gleich nach rechts abbiegen. Schön. Boah, ist das kalt an den Füßen jetzt. Alles nasses. Holy shit. Jetzt brauche ich erstmal eine Pause, wenn ich gleich eine Bank sehe. Pause gemacht. Also hier erstmal eine Bank, weil ich ja sagte, wenn ich eine Bank sehe, mache ich Pause. Aber nee, die gefällt mir nicht. Ich habe schon meine Ansprüche. Suchen wir mal weiter. Oh, da hinten ist ein Steinbruch. Das sieht cool aus. Tote Bäume. Ich komme gerade hier erst in den Baum. Ich sehe das hier. Ich sehe, hä? Was soll das denn heißen? Nach links und das nach rechts. Und dann mir nach, warte mal, wer von hier oben vielleicht kommt. Ah, da ist es. Müssen wir zurückgehen. Also nicht zurück, sondern hier hochgehen. Ja. Schauen wir mal. Dann geht's hier weiter. Hier ist gar kein Weg mehr. Aber da hinten ist das Zeichen. Boah. Hier vielleicht lang. Jo, hier. Jetzt hier nach links. Achso, vorhin, wo ich sagte, dass es Lösel ist, das war nicht Lösel. Das war ein kleines Dorf vor Lösel. Ich meine, da unten ist jetzt Lösel. Aber sehen wir bestimmt gleich noch. So, hier rechts runter hat man eine sehr schöne Aussicht. Auf das Dorf. Könnte ja schon eine Kleinstadt sein, oder? Lösel. Doch ganz schön groß. Windig wird das gerade hier. Meine Güte. Ich suche immer noch eine Bank. Hier oben wäre es auch schön. So eine Bank, dann hinsetzen, runtergucken.
da ist ein Fluss. Ist das überhaupt Löse? Löse hat doch gar keinen Fluss gehabt. Die GM-Häuser sehen cool aus. Naja, schauen wir mal auf der Karte. Ist das Löse oder nicht? Nein, das ist nicht Löse. Ich glaube nicht. Gucken wir mal. Also, das ist nicht Löse. Ich wollte schon sagen, da ist ein Fluss, eine große Straße. Das hat doch Löse gar nicht. Löse müsste hier hinter sein. Hinter diesem Berg. Also die Aussicht finde ich trotzdem schön. Auf diese Stadt. Ich kann mal einblenden, wie die heißt. Guck mal, was machen die Schnecken denn da? Alles voller Schleim, ein riesen Haufen. Das ist scheiße, oder? Ja. Da hat jemand hingeschissen und die Schnecken machen daraus jetzt ein Nest. Mir ist schlecht. Ich muss was essen. Was ist das denn für eine Schnecke? Boah. Ganz dünn, richtig lang und grau. Heftig. Und oben auf dem Rücken einen weißen Strich. Das ist die Stricherschnecke. Sowas finde ich mal interessant, solche Wege hier, wo dann der Wald gefällt worden ist. Da kann man sich sehr schnell verlaufen. Gleich mal auf der Karte schauen. Ist das nicht der Fluss die Lenne? Keine Ahnung. Das ist witzig. Hier ist ein normaler Weg, geradeaus. Muss jetzt um diesen umgefallenen Baum herumgehen. Liegt auch schon länger da. Und jetzt um diesen herumgehen. Finde ich gut. Und da geht's hier geradeaus. Ich glaube, ich bin ein bisschen falsch gegangen. Ich bin von hier umgekommen, weil hier so ein Weg ist. Aber da ist jetzt ein Zeichen nach links. Also ich muss da nach links lang. Aber es sieht aus, als ob ich von da kommen sollte. Warte mal. Gucken wir mal. Oder hat sich der Baum so durchgedreht? Nee, ist richtig. Ich muss hier rechts hoch. Ah. Ja, da geht's nicht lang. Hui. Wieder runter. Der Weg ist aber auch so lala. Ein Vogel. Tja. Der Weg sieht aber windig aus. Ist der Weg frei? Ja, haben sie frei. Ach, Gott sei Dank. Eine Bank, aber so windig hier. Ach Mensch. Jetzt habe ich schon mal eine richtige Bank und das ist windig. Ah. Weitergehen. Ist so viel Wind. Die Bank ist schön. Also sitzt ja schon jemand.
So, warte, jetzt hier hoch. Und da zu sitzen, genau vom Grundstück, ist auch ein bisschen doof. Da will ich mich jetzt hinsetzen und eine Pause machen. So, endlich Pause. Schön. So, eine sehr schöne Aussicht von hier. Da vorne ist ein neuer Steinbruch. Gerade verschluckt beim Essen. Was da hinten ist, für Städte, keine Ahnung, keine Ahnung. Da ist ein alter Steinbruch. Hier. Und warte mal. Da ist wieder ein Kraftwerk. Aber das ist nicht Hamm. Oder Berne. Das ist irgendein anderes Kraftwerk. Naja, egal. Da vorne ist doch so ein schwarzes Gebäude. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß aber nicht mehr wo. Naja. Wir gehen mal weiter. Wie lange sind wir schon unterwegs? 3 Stunden schon. Es ist 11:30. Gut, let's go. War gerade am Überlegen die ganze Zeit. Könnte das von nicht vielleicht auch Hagen gewesen sein? Ich weiß es nicht. Also wenn ich weiß, was es ist, halt, habe ich das bestimmt schon reingeschrieben. Also weiter. Das erstmal keine Schilder. Gut, dass ich die Karte habe. Ich bin von da oben runtergekommen. Dann stand ich hier und so, wo jetzt sind hier lang? Da vorne ist ein Wanderparkplatz. Ich müsste eigentlich noch hier so irgendwie geradeaus gehen. Das ist jetzt einfach die Frage. Hier auf dieser Seite? Oder da links auf dem Weg? Ich glaube auf dem Weg. Kein Zeichen mehr. Ja, haben sie gefällt. Sie haben den Baum gefällt. Mit dem Zeichen. Ah. Erstmal. Richtig gut, bis da rausgeschrieben. Jetzt muss erstmal. Das Zeichen weg. Haben sie den Baum gefällt. Aber ich glaube, das geht hier dann auf den Weg. Und das geht dann da immer so links rum. Und dann muss ich da hinten rüber. Und ich bin schon über die Hälfte. Das ist jetzt noch ungefähr ein bisschen mehr wie ein Drittel. Ja, dann schauen wir mal. Warte jetzt. Pferdebremse. Und was ich auch komisch finde ist, mein Zeichen wird hier nicht mehr angezeigt. Ich verstehe das nicht. Ich kann jetzt nur noch nach der Karte gehen. Mein Zeichen ist nicht mehr da. Oder haben die jetzt hier das I und S mit dem Kreis zusammen gemacht und ein Schild gespart? Ich vermute mal, das haben sie gemacht. Das Schild gespart. Nicht, dass ich jetzt da in die Salon gehe. Wie ist die Salon? Also ich glaube, der Weg, den ich gerade gehe, ist falsch, denke ich mir, ich weiß es nicht. Ich kam da oben aus dem Wald raus und hinter dem Hügel, da war der Parkplatz. Und die Strecke, die von Karte aus sieht, sieht viel kürzer aus. Da hätte ich irgendwo links abbiegen müssen, aber ich habe noch nichts gesehen, wo ich auf links abbiegen kann. Ja. Naja, ich gehe mal weiter. Da kommt mir alles bekannt vor. Ich glaube, ich war hier schon mit meiner Frau. Da sind wir in diese Richtung gegangen und dann da links an den Berg herum. Ist das hier auf dem Lieblingsberg oder so? Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, man kann vor hier rechts ist der Busch, muss der Parkplatz sein. Und da geradeaus ist dann diese kleine Kirche. Also kleine Dorf mit einer Kirche. Oh cool. Ich glaube, das ist das hier. Ich habe meine Frau schon mal gebracht. Jo, das ist Wixbergstraße. Und hier hatte ich damals gebracht mit meiner Frau. Genau, ich bin völlig falsch. Das ist doch schon kurz vor Altena, wo ich jetzt bin. Alter, was? Wie bin ich schon falsch gegangen? Ja. Ich finde, irgendein Weg zurück. Also ist das jetzt nicht mehr der Wanderweg. Das ist jetzt ein größerer Weg. Viel größerer Weg. So, ich bin jetzt ungefähr 4 Kilometer falsch gegangen. Er sagt, ich soll den gleichen Weg wieder zurückgehen, aber ich habe keine Lust, wieder den gleichen Weg zu gehen. Deswegen gehe ich jetzt einfach hier lang. Und dann nach links ist er in dieser Richtung irgendwo. Sind ja nur 4 Kilometer falsch gegangen. Deswegen mal schauen, wie ich da jetzt hinkomme. Irgendwie.
Das wird spaßig. Let's go! Ich glaube, da hinten rum war der Parkplatz. Bin ich da ganz lang gegangen? Ah, nee, da kam ich noch raus. Da müsste der Parkplatz da hinten sein. Boah, noch weiter weg. Jo. Oh, ich gehe jetzt gerade hier so den Weg lang und genieße das Wetter. Es ist windstill, Sonne scheint. Sehr schön geworden gerade. Meine Hose ist noch ein ganz bisschen nass, meine Schuhe auch noch richtig nass. Kaputt auch. Und die werde ich jetzt mal zu Hause wegschmeißen, die Schuhe. Oder vielleicht am Auto. Habe noch meine Wanderschuhe mit. Und ich habe mir eine Socke gekauft. Aber ich glaube, die anderen zwei Wanderwege werde ich heute nicht mehr schaffen. Den kleinen werde ich vielleicht noch schaffen, aber den großen nicht mehr. Ja, schauen wir mal. Laut Google Map geht der Weg lang. Der ist immer richtig heftig. Ich denke mal, hier sind schon lange keine Leute mehr lang gegangen. So. Ja, hier war ich da vorhin schon. Ich bin in diese Richtung lang gegangen. Muss auf jeden Fall der Parkplatz sein. Da bin ich mal gespannt jetzt. Da bin ich gespannt. Schauen wir mal. Die Zeichen sind auch wieder da. Das ist ja mal Hammer. Gleich sehen wir bestimmt den Parkplatz. Und da hinten ist der Parkplatz. So. Also, normal wäre es gewesen. Ich müsste hier lang gehen. Durch den Wald durch. Ich wäre ja schon durchgegangen. Leider noch durch den anderen Wald auch durchgegangen. Aber ich kam durch diesen Wald wieder zurück und ich habe das Zeichen nicht einmal gesehen. Nicht einmal habe ich das Zeichen da gesehen. Ich glaube, ich werde jetzt die Hauptstraße da einfach so runtergehen, weil da unten müsste mein Weg ja auch noch weitergehen. Schauen wir mal. Okay. Ich kam ja von da oben runter. Von da. Also nicht von der Seite, sondern da hinten runter. Es könnte auch sein, dass hier oben rechts, dass ich hier lang müsste. Jo, ich muss doch hier oben rechts gehen. Dann habe ich die eine Straße verpasst. Nee, das ist doch der Weg, wo ich herkomme. Jetzt bin ich hier beim Überlegen. Das da vorne ist der Weg, wo ich herkomme. Schauen wir nochmal. Gehen wir da hin. So, hier ist das Zeichen nochmal nach rechts. Ich kam von da oben. Da ist das Zeichen. Seht ihr? Was ich jetzt vielleicht noch vermute ist, dass vielleicht hier durch den Busch ein Weg geht. Sieht nicht danach aus. Ich zweifle gerade. Ich habe das Zeichen gefunden. Hier links. Also man kommt da unten raus und muss dann hier links lang gehen. Ah. Ich war die ganze Zeit noch bei einer Kreuzung vorher. Ich dachte, diese Kreuzung, die hier vorne ist, die hier, dachte ich, die kommt da hinten. Ist auch nochmal das Zeichen. Oh, also über 8 Kilometer umsonst gegangen. Zu viel. Lol. Oh, da ist wieder ein Lost Place. Aber gegenüber ist ein bewohntes Haus. Nee, auch ein Lost Place. Oh. Oh. Nee, da ist jemand. Go, go, go. So, immer noch mal eine Pause. So, hier hat man wieder so eine sehr schöne Aussicht. Da hinten ist das eine Kraftwerk, da ist ein Kraftwerk. Und da ist so ein schwarzer Kasten. Ich dachte ja von wegen, dass der schwarze Kasten da vielleicht Hagen ist. Aber wenn ich jetzt so schaue, ich weiß es nicht. Ist das vielleicht doch Hamm und Kamen, wie ist das? Bergkamen?
Naja, ist auch egal. Wir gehen hier im Wanderweg weiter. Hab gerade die Pause halt gemacht, was gegessen, getrunken. Hab jetzt gerade 17 Kilometer auf dem Tacho. Und ich muss noch ein bisschen mehr wie ein Viertel gehen. Also kommen vielleicht noch mal so 5 Kilometer drauf. Also, und ich bin unterwegs. Wie lange bin ich unterwegs? Warte mal, eine Minute. Ich bin unterwegs, 13.37 Uhr. Um 8:30 bin ich los. Also 4 Stunden. 4 Stunden? 5 Stunden. Ja. Da ist mal wieder das Zeichen gut versteckt. Ich vermute, es geht da vorne runter. Und ja, ach, da ist das Zeichen gut. Ja, und es geht steil runter. Eieieiei. Das wird noch steiler. Da ist das Zeichen. So, ich packe lieber die Kamera weg. Ja, so steil ist es ja nicht. Da ist eine Flasche im Baum. Und das ist eine Kreuzung, da muss ich über die Schnellstraße rüber oder Landstraße. Ja, ich switch mal auf. So, es sieht schon mal sehr gut aus. Gleich bin ich wieder in Dächenhöhle, in Letmate Dächenhöhle. Nee, warte, die Stadt hieß Grün, glaube ich. Ich meine, Grün hieß die Stadt. Genau. Und dann sind wir gleich am Auto. Juhu! So, jetzt sind wir schon mal wieder hier in der Stadt, in Grün. Und ich werde zum Auto gehen. Ich weiß nicht, ob ich noch unterwegs was filmen werde. Ansonsten bis gleich am Auto. So, und hier verbinden sich die Wege wieder. Und dann müssen wir jetzt noch kurz zum Parkplatz hochgehen. Hier links war ja die Schule. Und hier geht's jetzt zum Parkplatz. Tada! Bis gleich. So, ich bin wieder im Auto angekommen. Es ist jetzt kurz vor 3. 3? Ja, es ist kurz vor 3. Also ich habe 6,5 Stunden gebraucht. Allerdings bin ich ja die Strecke plus nochmal. Ich bin 23 Kilometer gegangen. 23,2 Kilometer. Also plus, die ist ja 13,7 lang gewesen, 14 ist so lang gewesen. Da bin ich noch mal 9 Kilometer mehr gegangen. Weil diese 14 Kilometer war ja nichts. Das wäre mir, ach komm, mach ich noch mal 9 Kilometer. 9 Kilometer mehr. Was war das? Und ja, der Wanderweg ist an sich sehr schön, mir hat er gefallen. Ich würde ihn allerdings nur eine Note. Die Beschilderung ist auch sehr gut, die ist immer da. Nur manchmal ist sie nicht so ganz ersichtlich, da musst du halt manchmal ein bisschen gucken, aber es ist immer eine Beschilderung da.
die bei, weswegen ich mich hier auch verlaufen hat, das war, ich hatte die Karte so ein bisschen in den Kopf gehabt und da dachte ich, ich muss da noch geradeaus gehen, dabei muss ich da schon links hoch und deswegen habe ich das Schild nicht mehr gesehen und habe mich ja deswegen ein paar Meter verlaufen, Kilometer. Das war sozusagen meine Strecke plus den einen Rastplatz um den Wixberg herum. Oder durch Wixberg durch. Ich bin durch der Stadt durchgegangen, nicht drumherum. Ja, also die Benotung würde ich allerdings sagen, eine 7. Ja, so, Akku war leer gewesen. Also ich würde eine Benotung von 7 geben. Schöner Wanderweg, ich würde den auch nochmal gehen, aber jetzt nicht so unbedingt. Also ich würde den schon nochmal gehen. Und ja, dann würde ich mal sagen, das war's damit. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nächstes Mal seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Hallo.